Nein, Schere, nein, es ist der 24. Es ist nicht. Mo, es ist? Es ist nicht. Es ist 24. Es ist Heiligabend, ja, Familienfest. Ich habe nicht Zeit für so Scheiß. Was machen wir in der Aula? Meine Damen und Herren, liebe Kinder, Vorhang auf für einen tollen Mann! Ja, warte, ist jetzt Applaus, oder? Ja, meine Mutter! Komm zu mir auf die grosse Bühne, Schelke! Schelke, ich will dir und deiner Familie ein unvergessliches Weihnachtsfest bieten und darum lernst du jetzt, Achtung, Flöte spielen! Ganz einfach Auftrag! Du spielst Stille Nacht, Heilige Nacht, fehlerfrei, also immer wenn du Fehler machst, wieder vor Anfang. In einem schönen Weihnachtspulli, dass wir dann noch ein bisschen Stimmung kommen, Schelke. Und noch ganz wichtig, hier drin spielen schlussendlich, wenn du das Gefühl hast, du kannst es langsam sicher, weil noch einen Videoclip basteln. Was auch etwas davon haben, von dieser schönen Weihnachtsstimmung. Er lacht ja noch! Nein, lache nicht, Pender! Weißt du, wie lange das her ist, als ich das letzte Mal Flöte gespielt habe? Das war die zweite Klasse. Erste Klasse. Wann spielt man Flöte? Gang jetzt heim! Gang jetzt heim zur Familie, Frau und Kind, soll ich nicht sehen, komm mit! Schere, stell dich darauf ein, du feierst auch keine Weihnachten dieses Jahr. Dann mit mir zusammen höchstens. Wow, ein Ton, den ich kann. Also, ich gebe ihm mal einen Versuch. Ich habe den Tore zu und schaue einfach, ob es gut ist. Mal den ersten Ton schaffe. Vor allem, schau mal, wie die Flöte hier aussieht. Ich will nicht wissen, wo er sich die schon überall hergestossen hat, ganz im Ernst. Was soll ich noch mehr? Ich drücke ja keine Löcher, die kann ich nicht höher. Er hat nicht gesagt, ich darf mir keine Hilfe holen im Internet. Und zwar hole ich mir jetzt einfach ein YouTube-Tutorial. Blockflöte, Stille Nacht. Ganz ehrlich, es sieht nicht anstrengend aus, aber ich zittere. Ich brauche Hirnnahrung, Schere. Wenn du verstehst, wenn ich in die Bestellung flöte. Grüß dich, gerne einmal. Pizza ist da. Und wenn du nicht, musst du nicht das Gefühl haben, für dich auch eine bestellst. Aber gleich, gar nicht so niedisch und gefräßig schauen. Und wenn ich der Simon wäre, würde ich die Flöte nicht mehr zurück, weil am Schluss von dieser Pizza wird die voll sein, das verspreche ich dir. Da wird alles Käse rausgetropfen hier hinten. Mmm, yum, yum, yum. Du, Schelke, das Gefühl, man merkt es nicht, oder was? Was sollte man merken? Nein, Scheiße! Sechs Stunden später. Jetzt habe ich es. Probier. Pip. Ich weiss, dass es Pip hat, Jerome! Ich weiss es! Wieso immer die Stelle? Das ist auch nie, gell? 2000 Jahre später. Ja! Weihnachten!